Ihr kennt unsere Philosophie. Große Fische sind nicht alles. Und gleichzeitig, Freunde, fangen wir sie auch gern. Und aus dem Grund begrüßen wir euch und nehmen euch mit auf unsere erste längere Frühjahrssession heuer. Und haben uns dafür mitten ins Herz von Slowenien begeben. Die Natur erwacht rund um uns herum. Es wird alles grün. Vögel werden immer lauter. Es blüht alles. Und wir haben uns auf den Weg gemacht, auf ein ungefähr 100 Hektar großes Gewässer. Ein ehemaliges Braunkohleabbaugebiet, das geflutet worden ist. Wir befinden uns wieder mal mitten im Unterwasserdschungel. Bäume sind stehen gelassen worden. Das heißt, Hook and Hold Angelei par excellence. Wir hoffen uns, je knapper wir das Hindernis anangeln, desto schneller wir die Bisse bekommen. Ja, wir sind richtig gespannt. Wir sind gestern später am Abend angekommen, haben aufgebaut und haben schon einmal die ersten absolut unglaublichen Erlebnisse gemacht. Hinter Thomas im Zelt, die Hirschspuren links von unserem Platz, stehen auf einmal zwei Wildpferde mitten im Schilf. Also ja, wir sind geflasht von der Natur da, von dieser Schönheit und ja, nehmen euch mit auf diese Reise. Anfänglich haben wir die Spots mit der Unterwasserkamera gesucht und kontrolliert und punktuell vom Boot aus gefüttert. Im Laufe der Session hat sich herausgestellt, dass die Fische aufs Raketieren reagiert haben und wir haben ausschließlich mit der Spomb gefüttert. Am ersten Abend haben uns unsere Freunde besucht mit Speck und Brot und Bier. Und durch die unzähligen Trips, die wir an diesem Wässerschand verbracht haben, haben wir uns ausgetauscht, Freundschaften gepflegt und haben bei Brot unzähligen Fischgeschichten und Bier den Abend ausklingen lassen. Und danach sind wir voll durchgestartet. Kraut- und Unterwasserhölle, das Dschungel. Wir sind warmer, überflutet wieder mal. Wir sind wieder back to the roots, Freunde. Und schaut euch diesen Beauty an, Alter. Dieses Suppenbild, diese Halbzeile da vorne. Absolut geil, Freunde. Yes! Schon perfekt da am Start, Freunde. Neuestes Tool. Befestigung zum Optisch releasen. Nach dem Aufködern, ihr wisst, Gel und Dip, oft ist es eine schlatzige Angelegenheit. Aber genau deswegen ist das einfach Bestes. Zwei unterschiedliche Größen. Bald im Online-Shop erhältlich. Freut euch drauf, Freunde. Eineinhalb Tagen war es genug mit der Freundschaftspflege. Thomas öffnete in der Früh sein Zelt, sah mir tief in die Augen und meinte: Schurli, jetzt ist genug mit dem Halligalli. Jetzt gehen wir auf Angriff. Ja, jetzt muss man sagen, wir haben diese Schnurverbänder, diese Spure, diese Rute, diesen Köder, dieses Boot. Für alle Werbeliche, was rechts haben wir mit der Fahne, bitte, Schurli. Du musst mit der Fahne kommen und was wollen wir sagen? Du musst schon kommen, Alter. We'll be right back.
Der nächste. Steht voll drinnen. Jetzt kommt er langsam. Ja. So, wir fischen hier komplett vor das Holz. Spule ist komplett zu. Jetzt habe ich es ein bisschen aufgemacht, weil er schon weg ist. Und wirklich 2 Meter vor das Holz auf 120 Meter werfen. Und bis jetzt da kein einziger Fisch im Holz stecken bleibt. Aber dafür bauen wir richtig Druck auf. Die 13 Fußroten, 3,5 Lips, ein 30er Schnirl. Und es geht dahin. Wunderschöner Fisch. Da ist die Perle. Wieder von Wavedor gebissen. Und es läuft. Wir ließen die Drohne starten und wie sich es bewahrheitet, alle Fische mitten im Holz, die Seichtwasserzone und wie man hier sieht, unzählige Karpfen und Amur sammeln sich im seichten Wasser, um die warmen Sonnenstrahlen aufzusaugen. Und ja, unser Plan war, wir mussten dort irgendwie hin. Ja! Direkt aus dem Holz. Was für ein Drill. Wir haben jetzt circa eine Viertelstunde in das Ling lassen, weil er komplett ausgebaut ist und uns das Fisch wohl sehr wichtig ist. Ja! Wahnsinnsfisch! Bei der Fotosession stellte sich heraus, dass dieser Fisch mein erster 25 Plus aus diesem Gewässer war. Jetzt habe ich den zweimal gefangen und ja, das beim Filmdreh. Hier im Camp Jesero sind die Karten zu kaufen und auch die dortigen Plätze zu reservieren. Es werden Müllsäcke mitgegeben und auch man kann vor Ort duschen und die Toilettenanlagen nutzen. Unsere slowenischen Freunde haben auch unsere Köder probiert und sind gleich zum Erfolg gekommen. Dulle mit einem Fisch über 21 Kilo. Nun zum Thema Bait Choice. Anfänglich haben wir verschiedenste Sorten von Partikel verwendet, Nüsse, Hanf, Pellets und verschiedenste Sorten von Kugeln, natürlich sehr viele hochqualitative. Wir lassen jetzt die Pellets weg. Wir haben sehr viele kleine Fische gefangen, haben jetzt einfach größere Kugeln genommen, wieder Nüsse und Hanf, natürlich ein Bait-Truck da drauf. Und währenddessen, dass wir drillen, nimmt der zweite das Spoilerrohr her und schießt einfach Soluble raus. Da habe ich zwei Sorten mit, maximal 10, 15 Stück reicht. Und es war ganz oft jetzt so, dass zweimal hintereinander ein Doppelrun war. Ja, ich bin wieder am Füttern, eine schlaflose Nacht. Ich muss sagen, ich habe jetzt die Route raus, dann, wie was immer gelaufen ist, um ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen. Ich habe in der Nacht 5 Runs gehabt, einen Fisch leider verloren. Aber jetzt füttere ich nach, dann legen wir die Routen und es wird weiterlaufen. Ich habe ein gutes Gefühl. Heute ist es ein bisschen bewölkter. Gestern hat es 25 Grad gehabt. Da hinten leichen schon die Praxen. Und jetzt hoffen wir, dass die das nochmal ein bisschen einstellen werden und die Karpfen zu uns kommen. Einer der schönsten Fische, was ich je in meinem Leben gefangen habe.
Hammerfisch. Ui. Ui, ui, ui. Ein makelloser Fisch. Traumfisch in Wirklichkeit. Herrlich. Der ist halt noch die Schuppen um. Über 15 Kilo. Sprachlos. Sprachlos. Ach. Herrlich. Geil. Die Fische aus den Morgenstunden und ja, aus den Morgenstunden sind die zwei. Ja. Also gerade jetzt gefangen. Ja, das ist richtig. Wir kommen gar nicht zum Abfotografieren. Unwahrscheinlich, aber weil die Ruten, Alter, durchlaufen, Leute. Herne. Das ist unwahrscheinlich. Der ist blind am linken Auge, schau. Der ist blind am linken Auge, ja. Traumfische. Lass mal sie gehen, oder? Ja, sicher. Ha. Sicher. Einfach gute Angelei. Einfach absolut gute Angelei. Tschüss. Ihr zwei. Ja, ich habe schon geschwommen. Absolut geil. So, hier fischen wir Hook and Hold. Wir fischen 2 Meter vor den Unterwasserwald. Und das ist ganz wichtig, robustes Material. Wir verwenden hier mindestens 0,30er Mono, stabile Schlagschnüre, große Haken, stabile Haken. Und wir hatten bis jetzt 25, 30 Fische und keinen einzigen im Holz verloren. Und jetzt schaut mal, ich zeige euch das. Hinten Backcrest von Solar, die halten die Ruten richtig drinnen, da bewegt sich gar nichts. Und jetzt da, schaut mal, wenn jetzt ein Biss ist, hört man nur diese Tüter. Und da kann er nichts nehmen. Und es ist ganz witzig, die gingen alle rechts weg, das ist unser Glück. Und wir haben kein einziges Problem gehabt mit den Fischen. Perfekt. Man sieht sogar, wie das alles wackelt. Genau wegen dem Fisch sind wir da. Halt die Goschen. Komm her, hier Spauer. Bitte komm her. Mangfalle, das war ein Double Run. Das schon wieder. Danke, dass du einen Klammern hast, Alter. Ich scheiß mich an. Danke, dass du einen Klammern hast. Mit Anzeige, das mit. Der Koi bringt die mit. Zuerst kommt der Koi. Der Koi bringt den Dicker mit. Und sowas. Wie vorausdrehen, komm rein mit dem Boot. Lauf meine nächste Route. Ich sag schon, nimm. Druck hauen vom Holz und beim 28 Kilo. Jawohl. Weißt du, was mir so wichtig ist, Leute? Und dafür, ich habe nicht viel Leute kennengelernt. Das ist so eine Teamfischerei einfach. Da gibt es keinen Fisch nicht an. Der sagt auch von ihm, ich sage Thomas, der fühlt sich dick an, der fühlt sich groß an. Thomas sagt, hey, drüll den fertig. Und das ist einfach. Jawohl, ich weiß, wir haben alles richtig gemacht. Wir haben jetzt in der Früh 7-8 Fische gefangen. Keine Ahnung wie viel. Petri Meister. Petri Mann. So soll's Futter arbeiten, wenig, High Quality und ja, wir schütten den See nicht zu, wir füttern nicht zu viel und fangen einfach Fische. Ja, ab und zu ist weniger mehr oder ganz oft ist weniger mehr. Ja. Und hier die Montage für meine Big Fish Fischerei. Wir fischen hier ganz knapp vor den Unterwasserwald. Ganz wichtig,
27 Lips Ghost Jelly Wire. Dann habe ich vorne ein Kombi, das ist ein Armor Bread, auch in 25 Lips. Und was mir ganz wichtig ist, extrem stabile Haken. Und dafür verwende ich den Wide Gap Quarter X. Und jetzt zeige ich euch das, wie das ausschaut. Wir haben jetzt bis jetzt unzählige Karpfen gefangen. Und am besten ist bis jetzt gelaufen die CBR. Ich schneide ungefähr 20 cm runter. Mache hier eine kleine Schlaufe, wo ich dann den Beutestopper hineinspringen kann. Mache aber die Schlaufe gleich ein bisschen größer. Ungefähr 15-17 mm. Sieht man das? Dass der Wave da, oder auch wenn er einen Sinker dann Fisch nicht zurückrutscht in die Richtung von Haken, weil mir das wichtig ist, dass er ein bisschen Abstand ist vom Köder zum Haken. Als erstes gebe ich jetzt da den Wave da drauf, dass ich gleich den Abstand weiß. Das sieht ganz normal, stinknormaler Wave da. Jetzt gehen wir es an. Ja, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir sie nicht verlieren oder abreißen. Holzangeln heißt immer no risk, no fun, jedoch es ist nicht immer leicht. Und dann habe ich da vorne eigentlich das Tool von Nash fürs German Rig. Das verwende ich für den Haken, weil wenn es zurückgerutscht ist und ich einen kurzen Anforder, das heißt, dann sage ich so, das was jeder kennt, düt, 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 und der dann hinten ist, weiß ich, okay, der Fisch wurde nicht gehackt. Den ziehe ich zuerst auf mein Braid auf, einfach auf die Ködernadel draufgeschoben. Kleine Schlaufe, geht dahin. Und jetzt da, der Beule hängt nach unten und von oben hinein kommt jetzt da der Haken, bis es beim Wiederhaken ist. Das heißt, genau im Schenkel, Ende oder Anfang, wie man es nimmt, ist genau diese Linie hier, diese Linie zum Wiederhaken, das ist mir ganz wichtig. Haarabstand, je nach Weißfischbestand, wenn ich Weißfische habe, gehe ich teilweise bis zu 3-4 cm. Hier haben wir sie zwar, aber sie sind im Liebespiel oder mit dem Liebespiel beschäftigt. Und ich gehe ungefähr so in die Richtung Zentimeter. Gib es einmal durchs Öhr. So. Und dann wirklich 7-mal rundherum. So, und dann wieder von oben hinein. Nass machen. Ganz viele fischen so, weil der Weitgeb hinten einen leichten Knick hat. Aber ich gebe dann auch einen Kicker auf. In Form von einem Schrumpfschlauch. Und ja, ich nehme ganz selten fertige, außer wir sind auf dem Bewerb, was schneller gehen muss. Meistens habe ich ein bisschen Zeit. Schneid da so um die 2 cm runter. Ja, ich weiß, jetzt werdet ihr mal schimpfen. Der macht das mit dem Feuerzeug. Aber bis jetzt noch nie ein Problem gehabt. Mache jetzt schon 10, 12, 13 Jahre. Schiebt es genauso weit drauf, dass der Knoten, quasi der No-Knot, überdeckt ist. Ist mir ein bisschen zu lang. Ganz wichtig ist, wenn man es mit dem Feuerzeug macht, ich fülle jetzt den ganzen Schrumpfschlauch mit meinem Speichel und dann dämpfe ich das quasi. Halten schon die Richtung, die Schnur liegt innen, ich fahre außen drauf, darf kein Wind gehen und man sieht es. Jetzt werden ganz viele sagen, Mama braucht nicht das und das. Ich habe nicht immer die Zeit für das ganze Schnickschnack und auch nicht immer den Platz, kleines Auto, großes Auto, müssen wir mal schauen, was zu Hause ist. Kann ich nicht immer alles mit haben. Hier noch mal ein bisschen drauf. Dann strecke ich das in die Form, was ich brauche. Gehe noch kurz auf die Unterseite rein. Und fertig. Ready. Und jetzt, dadurch, dass wir Kombifischen, schneide ein bisschen mehr runter. 22, 23 cm. Mache hier eine kleine Schlaufe. Sieht so aus. Gibt es von unten nach oben dazu. Und dann geht es so knapp wie möglich zur Schlaufe hin. Die Schlaufe können wir ruhig kleiner machen. Wie man das sieht, die ist kleiner. Und dann fange ich an, einfach so zu wickeln. Wieder 6-7 Mal. Und dann gehe ich nach innen rein. Und dann versuche ich noch das Braid, was jetzt schon ziemlich kurz ist, nach innen rein zu wickeln. Mit der Schnur durch die Schlaufe durch. Und das weiche Vorfachmaterial mit eingebunden. Gib es 3-4 Mal, zuerst 7 Mal und dann die nächsten 3-4 Mal, ja. So sieht es dann aus. Dann ziehe ich am losen Ende die Schlaufe zusammen. Wieder mit ein bisschen Speichel
ganz wichtig, dass es alles schön sitzt. Ich weiß, das ist mit den Zähnen, aber es geht nur mit den Zähnen am besten. Dann zieht es zusammen, dass ihr es richtig haltet. So sieht der aus. Dann schneide ich die Enden ab. Lasse ungefähr 3-4 mm wegstehen und senke ihn an. Ich mache das ganz gern, weil da jetzt dann ein Knetblei drauf kommt, dann haltet es besser. Wobei der Knoten schon sehr robust ist, aber durch den Knetblei ist es dann besser. So, dann nehme ich ganz normal einen kurzen in die Tangle Sleeve, geht auch her, ungefähr 17 cm. Halt den so, mach den typischen Achterknoten, eine Schlaufe, einmal verdrehen und dann falle das durch. Zieh es nochmal an mit dem Puller. Wieder ein bisschen nass machen vorher. Abschneiden. Wieder ein bisschen ansenken. Genau. Und jetzt noch ein Knäblei drauf. Und das ist meine Hook and Hold Montage. Und ich muss auch dazu sagen, ja, wir fischen wirklich 2-3 Meter vor das Holz, die Spule komplett geschlossen. Jetzt könnte man es noch richtig strecken, die Montage. Normalerweise über Dampf, aber die Zeit habe ich nicht immer. Ich nehme sie ganz vorsichtig rein und fange so an, das heiß zu machen. Das mache ich richtig heiß mit den Fingern. Und schaut's, ready. Kurzen Strecktest, so eine Öse vorne drin, wo es einfadeln kann. Schaut das alles an, wie man sieht. Ja, perfekt. Und das ist das bei der Montage, wenn jetzt diese typischen, wo die meisten sagen, ja, wir haben einen Schnurfahrer oder irgendwas. Nein, das sind meistens Aktionen, wo der Karpfen nicht richtig gehakt wird. Und wenn ich dann die Montage raushol und der Beat dann nach hinten gerutscht ist, weiß ich ganz genau, da war ein Fisch dabei. Und ich schiebe sie mir wieder vor, schleife den Haken nach, ganz wichtig, wobei der jetzt passt. Aber grundsätzlich nach jedem Fisch wird der Haken kontrolliert, die Hakenspitze kontrolliert. Und so einfach ist das. Nicht viel Schnick, Schnack. Wichtig ist, stabiles Material, sehr robustes Material und somit legen wir sie am Abend aus und fangen den nächsten Tuli. Immer? Die guten, freundlichen und sauberen Angler. Und warum? Wenn wir wiederkommen möchten und wenn wir da im Ausland sind und wenn man sich ein bisschen benimmt, dann nimmt man solche Freundschaften mit. So, Natursee. Geil. Ja. Mega. Mega. Lass mal schnell zurück. Lass mal den markanten Kopf an. Der schaut aus wie ein Amur. Das ist ein richtiger Wildkarpfen. Unglaublich schön, ich hatte den Schädel auf noch nie gesehen, oder? Glaubst du, der Amur? Haha, bitte, Ehre. Ja, ist echt geil. So, zum Thema Bibi Blaze. Dieser See hat eine Tiefe von maximal 35 Meter. Hier zu unserer Linken ist die Seichtwasserzone mit 3-4 Meter Wassertiefe. Und ja, wir haben alles aufgefächert am Anfang. Schurli hat gleich auf der rechten Seite einen Fisch gehabt. Aber wie es jetzt gezeigt hat, wir haben über 30 Läufe hier auf der linken Seite, wirklich auf maximal 3-4 Meter Wassertiefe. Ab einer Wassertiefe von 7 Meter haben wir am Boden 8 Grad, auf 4 Meter haben wir 10 Grad und dadurch fischen wir alles hier ins Seichte. Wir füttern maximal 3-4 Raketen und die Fische laufen wie im Schnürchen. Georg hat jetzt auch schon eine Route rüber positioniert und wie sich gezeigt hat, fängt auch jede Nacht Fisch. Die eine Route, was jetzt verändert hat, im Tiefen hat einen Fisch gebracht und somit werden wir das heute komplett verändern und alle Routen in diese Richtung fischen. Musik.
Jäger, wie man jetzt gesehen hat, ein Töter hingelaufen, Route aufgenommen, zwei Schritte bin ich zurückgegangen und sofort eingekurbelt. Druck aufgebaut und auch der Fisch geht wieder rechts weg. Und ja, es funktioniert einfach. Wahrscheinlich, wenn viele von euch das sehen würden, würden sagen, da fischen wir nie hin. Aber mit der richtigen Strategie ist es möglich. Nehmen wir jetzt unten und natürlich Equipment, wie der Schule gerade sagt. Aber ja, großartig. Ich bin selber sehr überrascht. Wir haben gesagt, wenn wir zwei abreißen oder zwei Hänger haben und die Montagen sind so gerichtet, dass sie schlitzen, haben wir gesagt, gehen wir weg. Aber jetzt haben wir über 35 Fische und jeder geht rechts. Wie angekündigt, der Regen kommt, man sieht schon ein bisschen und jetzt da, die Fische fangen wieder zum Laufen an. Es war jetzt in den Morgenstunden der dritte Fisch und wir releasen den ganz schnell. Wir wissen, es ist Big Fish Time. Wir holen uns jetzt einen dicken. Und auf Wiedersehen. Yes, sir. Schau den schönen Fischer. Was für Traumfische, Freunde. Herrlich. Und bei dem Schuppenbild, Leute, erzählst du halt die Größe auch nicht. Traumhaft. Traumfisch, was sagen die besser? Aus dem Unterwasserdschungel. Aus dem Unterwasserdschungel, so ist es. Super geangelt hier, Spach. Wieder mal richtig gut geangelt, Alter. Basti, lass mal noch durch. Ich meine auch. Es hat sich eingeregnet. Dann haben wir jetzt einen Mittag und die Fische fangen wieder an. Schauen wir, was der Regen mit sich bringt. Herrlich. Ich gehe jetzt ein bisschen Bier trinken, Freunde. Alter, schön groß. Wir grillen gerade, auch wir haben Hunger. Und jetzt diese Unterbrechung, 17,6 Kilo. Ich weiß, Gewicht ist nicht entscheidend, aber sie werden größer. Wieder ein CBR-Wafter mit einem pinken, halberten Korn um. Ja, das war jetzt der Run of Run, Schlag auf Schlag. Einfach nur herrlich. Good. Jawohl! Was soll ich sagen? Vorher noch angekündigt, es hat sich eingeregnet. Es riecht richtig nach Big Fish Time. Und da ist auch, schaut euch dieses Fisch an, Leute.
21,8 Kilo und dieses Schuppenbild, Alter, es ist unbelievable. Es ist unbelievable, was da schon wieder passiert. Oh. Happy over the moon, ich sag's euch. Slowenische Perle, absolut slowenische Perle. Ist unwahrscheinlich. Sprachlos, einfach sprachlos. Fuck, wie geil! Ist das ein Beauty? Nachdem meine Routen zur rechten Seite gleich in der ersten Nacht zwei Fische brachte, stellte sich dann das große Schweigen ein. Thomas seine Routen zur linken Seite in der Flachwasserzone brachten Fisch auf Fisch und meine Bissanzeiger blieben ruhig. Ich bin ganz ehrlich, der Montag war kein einfacher Tag. Ich war gefrustet. Ich verlor den Glauben an mich selbst. Ich dachte, es würde viel einfacher gehen. Nun war es an der Zeit, neue Wege, neue Strategien zu gehen. Der Plan ging auf. Strategie verändert, Stellen verändert, Komfortzone verlassen. Die Session quasi neu gestartet. Und dann kam alles anders, als am Morgen noch erwartet wurde. Schau dir bitte dieses Kreuz an. Das ist jetzt der nächste Bombe, Alter. Mit Ansage. Ich hab gesagt, der Regen hört auf und es wird geschlagt. Bam. Ein richtiger Kanister im Kescher und der Thomas steht da im Drill, Alter. Es ist unwahrscheinlich und das ist jetzt ein richtiger Kanister. Also ich glaube, dass der wieder Ü25 hat. Ja, ja. Freunde, da ist sie, die Bombe. Da ist sie, die nächste Bombe, Alter, aus dem Unterwasserdschungel. Es ist unwahrscheinlich, 28,8 Kilo, Alter. Ich werde deppert, ich werde narrisch, Alter, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Es ist unwahrscheinlich, schaut euch diesen Karpfen an, Alter. Slowenische Bestie. Bulle. Ja! Liebe Freunde, schaut euch diese Maschine an, Alter! Ich kann ja mal. Ich release ihn jetzt an, Alter. Weiter zu. 28,8 Kilo ist einfach schwer, Freunde. Justin Dobron, ich kann ja mal hier, es geht. 28 und 10, du bist ein Unterschied! Los, bist du, ich lasse mein Gerät durch. Ich meine, super. Wiedersehen. Jetzt ist genug. Jetzt darf das U-Boot gehen, Freunde. Sagt danke. Schaut euch den Quittenfisch an, der hat jetzt ausgeruht, Alter. Danke. Slowenischer Bulle, Alter. Danke. Alter, 28. Danke, Wasserli. Danke. Unser Freund Arno kam zu Besuch und ich durfte den neuen Nash-Routen testen. Und ja, Hauptschnur verwendete ich eine 31er Mono, Schlagschnur eine 024er und 184 Meter im Clip waren kein Problem.
Das perfekte Handtuch für die kleinen Sachen, Handy abwischen, fürs Boot und so weiter. Wir haben das entwickeln lassen. Großartig, kleines Packmaß, geht überall rein. Trocknet irrsinnig schnell. Top, Leute. So, der Lauf geht weiter. Keine Ahnung, Fisch Nummer 43. Wir kommen nicht einmal zum Essen, zum Trinken, nichts. Füttern und drillen. Wahnsinn. Ja, ich kann nur sagen, einfach Sternstunden. Schlechtes Wetter, gute Freunde, unglaublich geile Fische. Und ja, die letzte Nacht bricht herein. Und ja, mega Woche. Erinnerung fürs Leben. Drei Raketen habe ich gefüttert. 3 Minuten später, der nächste Lauf. Wir kommen zur nächsten, schaut, wenn die Mulch ausrennt hinten. Wir sind kurz vor der Laichzeit, darum auch diese Topgewichter. Also lassen wir dieses Männchen zurück, den Milchner. Super Fisch. An die nächste Perle. Roundabout 14 Kilo, 15. Perfekt. Letzte Nacht vorbei, Traumschuppe zum Abschluss, knapp 20 Kilo. Alter, einfach nur herrlich, Leute, was für eine Session, ich sag's euch. Geredet, man sieht's uns eh an, oder? Und jetzt sind wir Regen zusammenpacken. Jetzt hast du aber richtig dreckig werden. Aber für so eine Session machen wir das gern, oder? So ist es. Lebenserinnerungen. Und so ein schöner zum Abschluss. Wahnsinn. Wie das ein komisches Mal schauen. Gott sei Dank. Danke, danke schön, ihr geilen Habis. Ja, Mankerle, die Woche ist vorbei, wir haben alles gemufft. Waschen lassen, wie man sieht. Schaut euch das an, Chaos. Chaos. Massaker, Freunde. Aber es war eine irre Woche. Es war eine irre Woche. Was haben wir? Über 50 Fische. 54 Fische haben wir gefangen. 54 Fische. Dreimal über 25. Dreimal über 25. Einmal über 20. Und ganz viele zwischen 10 und 18 Kilo. Oh ja, aber 15. Es war, ich muss ehrlich sagen, bei mir ist es schwer angelaufen. Ich bin die ersten 2-3 Tage nicht in den Flow gekommen. Ich dachte, wir fahren da runter und es wird puff, 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 puff gehen. So war es nicht. Es war wirklich Arbeiten. Und habe Montag dann umgestellt, Sachen gesucht und dann bin ich auch in den Flow gekommen. Danke. So wie du immer sagst, Alter, Vertrauen in dich selber. So ist es. Genau, Vertrauen ist das Wichtigste. Und das haben wir jetzt gesehen. Wir haben wirklich Plätze angefischt, die einfach zu befischen waren. Wir haben nur Regen, Gatsch und Dreck gehabt, aber das Ergebnis hat sich ausbezahlt. Ich bin heute Nacht einmal durchgefahren, den letzten Fisch um 6 in der Früh gehabt, den großen Schuppi. Und einfach nur ja, oder? Jetzt packen wir zusammen und gehen wir dann irgendwo duschen. Duschen, Bier trinken, was essen und heim, Alter. Geile Session, Meister. Absolut geil.